zu Alone Frequency 9 Video hier auf meinem Kanal. Nämlich spielen wir heute, wie ihr hier schon seht, auf einer ganz alten Map hier. Nämlich, die Map heißt ja Team Will. Nämlich habe ich hier mit Flo ganz früh gespielt. Also ich, Flo, ich glaube Flo ist ein Freund. Und mein anderer Bruder Fabi nämlich. Genau, da haben wir nämlich richtig viel gebaut. Das ist so eine, wir sind auf Alpha 1. Ne, warte, Beta 1.0.0 hier. Ich war schon ein Portal hier unten, muss ich schnell den Sound ausstellen. Nämlich, wie ihr schon seht hier, es gibt schon Pisten und so. Aber, wir sind ein Steve. Also, ja, es ist halt, ich glaube, es hat noch gar keine Skins gegeben bei dem Dings hier, bei der Map. Und hier steht schon Mahlzeit für zwischendurch. Kann man hier drücken, dann kriegt man Brot. Und hier ist schon Hund. Nämlich, hab wirklich, das war, keine Ahnung, ich glaube, die Welt war 2012, wenn mich nicht irre hier. 2012, wirklich. Ich weiß nicht, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wann ihr hier angefangen habt, Minecraft zu spielen. Hier ist ein Minecart. Ich glaube, da vorne geht es so rüber zu so einem kleinen Dings. Warte, ich kann hier mal hier rüberfahren. So. Und hier den Knopf drücken. Es hat nämlich schon Rails hier gegeben. Also, es. Okay, Leute, hier sieht man sogar Wasser hier. Nee, wird's Glowstone. Also, dann kann ich hier raus. Ich glaube, ich muss einfach hier zerstören, ja. Genau. Es hat wirklich. Ihr seht schon die Häuser hier. Man hat wirklich relativ wenige bauen können. Man hat halt praktisch noch nicht gewusst hier wirklich. Und warum fehlt hier ein Block? Wie man hier ein Haus baut. Ihr seht hier schon, hier gibt es nämlich so einen kleinen Mob-Spawner. Hier war nämlich ein Dungeon. Damals waren wirklich, es war so häufig ein Dungeon hier. Hat man spawnen können. Und, ja. Genau, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum Julian hier sind der schwarze Wolle hier rum. Nämlich, früher war das, glaube ich, so. Dass es dunkel war, aber ich weiß nicht, ob das wirklich gestimmt hat. Praktisch, ja, hier ist Sonnenlicht. Nämlich, wenn hier irgendwas dunkel ist, dann spawnen die Skelette. Und wir haben ja früher immer geglaubt, schwarze Wolle ist ja so dunkel. Und wenn hier kein Fackeln drinnen sind, dann spawnen hier, ja, Skelette. So, was ist hier noch drinnen? Knochen hier? Ja, genau. Da vorne ist nämlich noch eine Achterbahn, da will ich noch gleich hinschauen. Da vorne ist auch noch was. Ich habe ja leider kein Block, ich muss schnell rüberschwimmen. Und sogar die alten Sounds hier vom Wasser, das ist richtig cool. Okay, aber sonst ist hier nichts. Nämlich, ihr glaubt wahrscheinlich, ja, dass hier ein paar Häuser, aber nee, hier gibt es nämlich noch in der Nether, da haben wir nämlich auch noch hier richtig ein Gate gebaut. Ich sehe gerade so ein Unterwasser-Dings haben sie da gebaut. Ich weiß nicht mehr genau alles hier. Es gibt sicher hier auch noch. Oh, lol, hier kann man sogar hoch, einfach lol. Ich glaube, das war das mit den Booten. Man kann ja auch mit den Booten, da haben wir nämlich. Weil heute gibt es jetzt nämlich Boote, die kann man wirklich steuern gescheit. Und die alten Boote ganz früher haben man nicht wirklich steuern können. Und ja, da haben wir praktisch hochschwimmen können, plötzlich im Wasser-Dings. Und ja, ich glaube, das war Flo, sein Haus, Strandhaus. Oder hat es uns allen gehört? Ich weiß nicht. Da vorne ist noch irgendwo eine Achterbahn. Aber ja, das schauen wir uns später an hier. So, okay. Noch einmal jetzt zwischendurch mitnehmen. Und nach gehen wir jetzt erstmal in den Netherino. Nämlich ganz früh im Nether war das wirklich halt noch cool. Wir haben nicht immer hier, ja, wie ihr schon seht, hier steht Beach Will. Das Beach Will ist praktisch das eine Haus hier. Und da vorne ist direkt noch ein Dings. Wir haben das hier mit Stiegen hier ganz früher richtig cool gemacht hier. Hier sieht man, by the way, das ist die alte Lava hier. Also für alle, die sich fragen, wie alte Lava hier aussieht. Es ist gerade auch noch kein Quarz hier gegeben. Und ich glaube, Gravel sieht auch noch anders aus. Ich kann mal runter, glaube ich. Gravel sieht auch noch anders aus hier. Ja, hier ist noch ein Huhn. Alright. Genau, das ist hier Beach Will, glaube ich. Hier ist nämlich so ein riesiger Leuchtturm. Und so ein kleines Haus mit Wolle, so. Genau, das hier, das alte Gravel. Und hier sind noch die alten Kakteen. Also heutzutage in 1.14, glaube ich schon. Gibt es nämlich neue Kakteen auch noch. Eine neue Textur hier. Und ja, das war hier einfach unser kleines Haus. Hier, ich glaube, ich kann man auch noch hoch, genau hier. Ja, yeah, hier mit ein paar Bäumen, hier ein kleines Bett. Relativ cool hier. Und wer sich weiß, man kann praktisch. Ist die schnellste Methode, glaube ich, zum Reisen hier ist, glaube ich, einfach die Boote. Aber damals waren es halt nur halt auf Boote auf Eis, wie wir in Revival gesehen haben. Wer die Folge von Revival nicht gesehen hat mit den Boote, unbedingt rechts oben bei mir auschecken. Nämlich, was ganz früher, was die Methode war, ich muss mal essen hier. Da kann man, früher hat man ganz easy traveln können, praktisch reisen hier mit den Portale. Ich sehe gerade, hier ist ein Hotel. Was hier noch angeschrieben?
The Hell Gate. Okay, hier ist noch ein Gate. Wo geht's dahin? Team Will. Genau, das ist das Main Dorf, glaube ich. Hier sind noch ein paar Bäume. Der Netherbaum. Er ist böse. Oh, Leute, das ist ein umgezitterter Baum, gell? Lol, okay. Dann gehe ich mal hier noch rein. Bei Team Will. Hier geht's, glaube ich, einfach nur. Lol, nee, da war es also auch schon geben. Ich glaube, ich gehe einfach noch hier rein, nämlich. Genau. Hier geht's nämlich zu einem Main-Dorf. Wo wir alle eigentlich hier. Genau, ihr seht schon. Hier unterm, unter Wasser hier. Und hier geht's auch runter in die Mine. Und wirklich, habe ich. Vor der Aufnahme habe ich mich ein bisschen erkundigt hier. Dass ich weiß ungefähr, wo was halt ist hier. Ich habe mich wirklich gar nicht mehr auskannt hier. Was ist das hier? Ich glaube, das war Flosenhaus. Oder Faisenhaus. Ich weiß nicht. Leute, hier sind auf jeden Fall noch Items drinnen. Es ist wirklich eigentlich schade, dass hier keiner mehr auf der Welt spielt. Wir früher mal so ein Minecraft-Server gehabt. Aber ich glaube, wir haben sogar über LAN gespielt oder so. Hier sind sogar noch Dias drin und so. Denke ich mal hoch. So, kann ich hier irgendwie so. Und es fehlt hier gerade sogar Nacht. Und genau, von Flo, also praktisch gespielt haben wir irgendwie ich, Fabi, Flo und Flo sein Freund hier. Und das war von Flo sein Freund, das ist irgendwie das Haus hier. So ein richtig cooles Baumhaus eigentlich. Nur halt, damals hat man noch nicht wirklich bauen können, also hat auch nicht viel Blöcke gegeben. Damals hat es auch kein Enchanter gegeben, deswegen hat man einfach hier Bücher zum Dings benutzt, zum hier verzieren einfach. Alright, Bamsa. Und dann gehe ich hier wieder runter. Genau, aber es ist eigentlich wirklich cool hier. Zum Dings, zum Sehen. Was da hier? Was ist hier drinnen? Ich glaube, das ist einfach die Mob-Farm, wenn ich mich nicht täusche. Ah, nee, das ist so eine Farm, gell? Weiß auch schon alles. Ach, so eine Pilzfarm ist das, gell? Lol, okay. Das ist eine automatische Pilzfarm sogar. Okay, dann gehe ich hier wieder raus. Nämlich, habe ich auch hier ein Video Vorschlag, mehr oder weniger. Das heißt, wollt ihr irgendwie, dass ich mal irgendwie Häuser oder so von ganz früher, zum Beispiel das Baumhaus oder so, ist das einfach wieder verschöner oder so in der neuen Welt? Leute, hier, oder sogar das Haus hier kann ich auch verschönern irgendwie. Einfach schöner bauen hier mit Stiegen und alles mögliche. Wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, kann ich demnächst hier ein Video machen. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt einfach einen Kommentar in die Kommentare. Oh, okay, hier ist. Oh, oh. Okay, hier bist du. Ich dachte schon, das wäre ein Creeper. Da oben ist ein Creeper. Angst, ich gehe lieber. Wow, diese Spinne. Okay, ich habe eh ein Schwert dabei hier. Oh, böse Spinne hier. Altes Kampfmechanismus. Nice, easy peasy. Hier glaube ich, das war Flosenhaus, wenn ich mich nicht irre. Okay, die Chest ist ein bisschen verbuggt, weil. Oder das bist du nur, okay. Genau, die alten Pressure Plates noch, lol. Aber es ist nicht so weit. Ich weiß nicht. Ich könnte auch mal hier Beta und Alpha wieder mal spielen. Irgendwie Livestream oder so. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie Lust drauf habt hier. Okay, sind wir wieder in dem Haus. Hier kann man einfach runter. Ja, ich glaube schon. Hier kann man einfach runter. Alright. Ich nehme mich da vorne ist noch ein Haus. Was ist das hier? Johnny. Achso, stimmt, das waren die Hunde, gell? Snowy und Chuck, genau. Aber leider. Also mittlerweile kann man hier mit Farben hier rechtsklick drücken. Und dann ändert sich praktisch hier das. Das Band hier und ich muss hier kurz was schauen in einer Sekunde. So. Nämlich ändert sich hier das Band mit dem. Wenn man rechts geht, zum Beispiel mit Lapislazuli. Ich glaube, heutzutage kann man, glaube ich, gar nicht mit Lapislazuli hier färben. Ich gehe mal hoch. Hier ist auch noch so ein kleiner Turm. Aber es ist richtig interessant hier von ganz früher. Ich glaube, da vorne ist auch noch ein Mobfarm. Da vorne ist ein Skelett. Die alten Bäume hier. Aber ich denke, sonst eigentlich. Ich kann noch schauen. In den Nether. Da gibt es nämlich noch ein Dings hier. Der ist gestanden. Ein Schild, wo gestanden ist Nether. Wo ist denn das See hier nochmal? Hier ist so eine Farm hier. Eine ganz gegene Farm. Und hier steht der Bücherbaum. Das stimmt. Ja, das ist ganz früher. Wir haben richtig viel Inside hier auch gehabt. Wir haben auch noch richtig viel mehr Maps hier gehabt. Was ist das hier? Leute, vorne ist auch noch ein Haus. Ich sehe gerade. Hier geht es, glaube ich, einfach nur in eine Mine. Vorne ist noch ein Haus. Oh, oh. Hier ist so ein kleiner Dings. Kleiner Creeper hier. So, easy. Oh, nicht, dass ich hier irgendwas zusammenhaue. So, easy peasy. Nice, easy. Das hat sogar schon XP gegeben, fallen wir drauf. Vorne ist das Skelett. Oh, geht's mich an? Nee, es geht nicht an. Holzfällerhütte, lol.
zu einer Holzfüllhütte mit so einem kleinen Dings. Oh, ein Skelett. Oh, ich renne mal weg hier. Damals waren die Skelette noch nicht so OP wie heutzutage, nämlich. Oh. Ein paar Skelette überall. Das Ding ist, ich muss mit Doppel-Ws sprinten. Oh, hier ist noch ein Skelett. Oh, nicht, dass ich sterbe jetzt. Easy. Schnell hier, wo ist der See? Hier ist der See. Der zugefrorene See, easy. Alright, dann stellen wir wieder in den Nether hier. Was richtig cool, die Map. Alright. Ich habe noch das Minecart. Ich könnte auch noch schauen, dass ich vielleicht jetzt... Oder was gibt's hier noch? Irgendwo ist hier gestanden ein Hotel, ne? Hotel. Ich glaube, da vorne war das Hotel, wenn ich mich nicht irre. Oder da. Genau, hier war das Hotel. Jetzt bin ich neugierig. Hotel. Was könnte das für ein Hotel sein? Was ist das hier? Oh Leute, hier ist ein kleines Haus. Ich habe Angst, dass hier nicht gleich ein Creeper kommt. Nee, aber ich sehe kein Hotel. Lol, ist irgendwo ein Enderman oder? Habe ich gerade gedacht hier. Aber ich glaube, es gibt doch gar keinen Enderman hier. In Beta 1.0 hier. Alright. Dann will ich noch einmal zu der Minecart-Bahn hier hinschauen. Nämlich gibt es da vorne noch irgendwo eine Minecart-Bahn. Wo ist die Minecart-Bahn? Ich denke da vorne. Wo waren das? Bei. Nicht Team Will. Warte, was ist hier? Beachwill. Ich glaube, das war bei Beachwill, wenn mich nicht irre. Aber ich denke schon. Oder? Beachwill? Ja, genau, bei Beachwill war das. Genau. So, dann gehe ich hier raus. Genau. Hier ist nämlich auch noch so ein kleines Haus. Das habe ich vergessen hier zu zeigen. Hier ist so ein Creeper-Dings, was sie gebaut haben. Mit so Soul Sand. Keine Ahnung. Aber früher haben wir auch noch geglaubt, hier, dass es Herobrine gibt und so. Aber ich weiß nicht. Heutzutage, ganze Videos sind eigentlich nur Fake. Hier ist auch noch so ein kleines Dings. Ich gehe mal hier rein. Wo gehen das hin? Die Barnery Dino hier. Gehen die Bahn hier hin? Alle mit Lava, lol, das ist richtig cool. Und damals haben wir, glaube ich, auch noch nicht wirklich Razy gebraucht. Oder okay, hier oben fängt es an, okay. Dann geht's hier runter. Aber hier mit Lava, Wasser, das ist richtig cool gemacht. Ich denke, irgendwann hat auch auf einer anderen Welt oder so, Flo, glaube ich, so eine richtig coole Regenbogen-Achterbahn auch gebaut. Und ich sehe mal gerade ein bisschen wenig. Sorry für die Leute, die gerade auf YouTube schauen hier. Dings hier. Ich glaube, das ist eine One-Way-Achterbahn auch. Es ist gerade ein bisschen dunkel. Sorry dafür. Dann springen wir hier runter jetzt. Oh, lol. Lol. Was hier? Nether. Wir haben früher immer Nether gesagt. Oh, lol. Okay, was hier? Was steht hier? Danke, dass Sie mit unserer Bahn gefahren sind. Bitte bären Sie uns wieder. Mit einem I. Also ohne IE. Die Macher, Florian und Georg. Genau, Georg war der andere Freund von Flo. Bitte gehen Sie durchs Portal, da Sie zurückkomme. Okay, das Portal. Aber lol, das ist richtig cool. Das war wirklich 2011, das war ganz früher. Lol, so sind wir wieder zurück. Ich gehe, glaube ich, noch in die, lol, hat man das kontrollieren können, glaube ich? Mit die Portale, weil ich glaube nicht, dass das einfach random ist, dass man da wieder rauskommt. Ja, eigentlich, gehe ich dann wieder mal zu Tim Wild, zu einem Main-Dorf hier. So. Flo hat gesagt, hier gibt es auch noch irgendwas anderes. Leute, hier ist noch ein Dorf, gell? Miners Portal. Schauen wir das noch schnell an. Was ist Miners Portal? Gibt es eine Mine wahrscheinlich, oder? Ja, hier gibt es eine Mine. Lol, okay. Ist hier ein bisschen Eisen? Oh, lol. Ja, stimmt. Ganz früh haben wir auch immer die Minen so ganz ausgebaut, ne? So richtig cool gebaut. Oh, lol. Ich habe noch viel, viel mehr Welten hier. Hier geht's hoch. Ja, ich habe noch viel mehr Welten hier. Ganz alte Welten. Ich weiß nicht. Fertig das Prinzip hier mit den alten Welten irgendwie. Vielleicht kann ich das nochmal machen mit einer anderen Welt oder so. Oder, dass ich halt irgendwie mache, dass ich ein Haus oder so irgendwie nachbaue in Game Mode irgendwie in einer anderen Welt. Und hier Miners Portal. Ja, ja, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da für mehr hier. Für mehr Minecraft alte Welten anschauen oder so. Und kommentiert unbedingt, was ihr noch irgendwie hier sehen wollt. Irgendwie zum Beispiel noch mehr alte Welten oder so. Oder soll ich irgendein altes Haus nachbauen oder so? Ja, wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare unter dieses Video. Und liked das Video und abonniert mich für mehr Content, also für mehr Videos wie dieses Video. Und ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da und ciao!